Hallo, herzlich willkommen zu Fit im Homeoffice. Ich heiße Christiane und begleite euch heute zum Thema Tiefenmuskulatur. Wir wollen ein bisschen was für die tiefen Muskeln machen. Das sind die ganz kleinen Muskeln, die sich rund um die Gelenke befinden. Zum Beispiel Wirbelsäule, tiefer Bauchmuskel, Beckenboden, so dass wir aufrecht und stabil sein können, was natürlich im Homeoffice, gerade weil wir viel sitzen, auch wichtig ist. Wir starten heute wieder im Stand. Also wenn du noch am Schreibtisch sitzen solltest, darfst du gerne den Stuhl zur Seite schieben, darfst dich hinstellen und darfst auch gerne deine Schuhe ausziehen. Ich würde das jetzt heute auch mal machen, die Schuhe auszuziehen. Dann kannst du noch besser in die tiefen Muskeln hineinspüren. Gut, dann geht es erstmal los. Und du bist ganz locker, lächelst ein bisschen und startest damit, die Schultern zu bewegen. Die Schultern bewegen, nachdem man länger gesessen hat, ist doch sehr angenehm. Kreise ruhig beide Schultern gleichzeitig. Genau. Und dann gehst du nochmal in die Wechselposition, das heißt Schultern wechseln, hoch und tief ziehen. Genau. Bleib ganz locker dabei. Lächle ein bisschen. Gut so. Und dann lässt du deine Schultern tief, legst beide Hände auf deine Schultern und neigst dich zur Seite. Genau. Mach das ruhig ein paar Mal. Nach rechts, nach links, hin und her. Sehr gut. Und dann beginnst du, die Arme lang zu machen. Ziehst dich noch ein bisschen weiter in die Seitneige hinein. Sehr gut. Lass die Arme sinken und nimm beide Hände auf deine Schulter und komm in die Rotation. Genau, das sind die drei Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule. Zwei davon haben wir schon. Seitneige. Das ist die Rotation. Genau. Ganz locker und bleib dabei. Und dann komm in die Mitte zurück und leg deine Hände auf deinem Oberschenkel ab. Geh ein bisschen in die Hocke und lass dich nach unten rund hängen und richte dich wieder auf. Ich zeige es nochmal von der Seite. Rund nach vorne hängen und aufrichten. Rund und aufrichten. Ein letztes Mal. Zieh dein Kinn heran, halt die Halswirbelsäule lang und komm wieder nach vorne und marschiere so ein kleines bisschen am Platz, sodass du jetzt die Fußgelenke bewegst. Genau. Zehenspitze, Ferse, die Arme ganz locker lassen. Genau so ist es. Gut, und dann bleibst du stehen und öffnest deine Hüfte, sodass du hier nochmal die Hüftgelenke durchbewegst. Wunderbar. Sehr gut, jede Seite einmal. Und noch einmal. Und ein letztes Mal. Sehr gut. Bleib stehen und dann winkelst du nochmal deine Knie an, sodass du jetzt zum Schluss nochmal deine Kniegelenke durchbewegst. Genau, wunderbar. Und das Ganze noch einmal auf jeder Seite. Ein letztes Mal. Und dann bleibst du stehen und schaust, dass zwischen beiden Füßen noch ein Fuß Platz hätte. Die Knie sind durchlässig, dein Brustbein aufgerichtet, die Schultern sind ganz locker. So, wir beginnen mit der ersten Übung. Und die erste Übung ist in der Schrittstellung. Das heißt, ein Fuß vor den anderen stellen. Du merkst schon, dass es hier ein bisschen wackelig wird. Du merkst natürlich hier die Füße, die Fußmuskulatur, die Gelenke, die Knie, die Hüfte, die Wirbelsäule. Schau mal, wenn es dir zu wackelig ist, kannst du dich ein bisschen breiter aufstellen. Dann ist es etwas weniger wackelig. Und dann nimmst du deine Arme dazu, die Schultern sind tief, hältst die Arme hier und veränderst mal deinen Blick. Du schaust mal mit dem Kopf zur rechten Seite, über die Mitte zur linken Seite
Nochmal wieder nach vorne. Und du merkst jetzt, wo du den Blick veränderst, dass der Körper darauf reagieren muss. Die tiefen Muskeln spannen an und halten dich. Sehr gut. Sehr gerne auf jeder Seite noch einmal probieren. Gut. Und senken. Locker mal aus und probier mal deinen anderen Fuß nach vorne zu stellen. Eine Seite geht meist besser als die andere. Auch hier bedenke wieder etwas breiter aufgestellt, etwas sicherer, etwas enger aufgestellt, etwas wackeliger. Arme nochmal zur Seite, Schultern locker und dann den Blick zuerst nach links, über die Mitte, nach rechts, über die Mitte. Jawohl. Sehr gut. Einmal noch. Nach vorne und zur Seite und nach vorne. Ganz locker lassen. Wenn das gut gelingt, könntest du dabei auch noch die Augen schließen. Das kommt beim nächsten Mal. Locker mal aus. Die nächste Übung, da gehen wir jetzt aus dem normalen Stand in den Knee-Lift. Genau. Mal die Knie hoch bewegen bis zur Hüfte. Genau. Okay. Eins, zwei, drei. Bleib mal stehen und halte hier. Beide Hände hier auf deinem Oberschenkel halten und spür mal in deinen Standfuß hinein. Der geht hin und her. Knie, Hüfte, Wirbelsäule spannt an. Rücken, Bauch. Genau. Lösen und eins, zwei, drei. Andere Seite. Halte hier. Halte, halte, halte und wechsel nochmal. Eins, zwei, drei. Zusätzlich wird hier noch die Koordination trainiert. Sehr gut. Und nochmal. Eins, zwei, drei. Halte, halte und wechsel nochmal. Jede Seite noch einmal. Halten. Und ein letztes Mal. Eins, zwei, drei. Halte, halte, halte. Super. Langsam lösen und lockern. Die nächste Übung. Ein Fuß passt wieder zwischen beiden Füßen. Fester Stand. Sehr gut. Beide Hände zueinander. Schultern wieder locker. Mach jetzt ganz kleine Bewegungen nach rechts, nach links. Klein und schnell. Auch hier spürst du in die Körpermitte hinein, insbesondere Wirbelsäule, Bauch und Beckenboden. Klein und schnell. Sehr gut. Löse mal auf und geh mit mir einen Schritt weiter, wenn du magst. Darfst dich jetzt gerne mal auf ein Bein stellen. Gleiche Bewegung. Handflächen zueinander, Schultern tief, klein und schnell. Jawohl. Spür in den Körper hinein, wie er jetzt reagiert. Und langsam lösen. Auch hier gibt es immer eine Seite, die besser geht als die andere. Probier mal die andere Seite. Stell dich auch hier nochmal in den Einbeinstand. Hände nochmal fest, Schultern tief, klein und schnell. Die Übung heißt auch der Rüttelmönch. Sieht gut aus, oder? Klein und schnell. Sehr gut. Und langsam lösen. Lösen und lockern. Darfst auch hier nochmal die Schultern auslockern. Stell dich ruhig für die nächste und letzte Übung etwas breiter auf und verlagere dein Gewicht und zieh beide Arme nach oben. Senk deine Arme, verlagere dein Gewicht auf die andere Seite. Zieh die Schultern tief, Arme geöffnet. Genau. Schau mal, dass du jetzt ein Bein anhebst, das andere Bein. Mach dich lang. Und dann bleibst du gleich auf der rechten Seite stehen. Bleib hier und bewege jetzt deine Arme tief und hoch. Spür in dein Standbein hinein. Wieder Fußgelenk, Hüfte, Wirbelsäule. Bauch und Rücken spannen an. Jawohl. Bleib dabei.
Wenn es dir zu wackelig ist, darfst du den großen Zeh zum Boden absenken. Dann ist es etwas weniger wackelig. Gut. Und langsam lösen und wechseln auf die andere Seite. Locker noch mal ein bisschen aus. Komm auf die andere Seite. Und auch hier hoch und tief. Nochmal wechseln, rechts und links. Genau. Und dann bleibst du jetzt auf der anderen Seite. Halte hier Schultern tief und auch hier nochmal Arme hoch und tief. Genau, auch hier gilt wieder kleiner Zeh, wenn es zu wackelig ist. Jawohl. Bleib dabei die letzten 4, 3, 2, 1 und absenken. Locker nochmal aus. Und dann hast du es schon wieder für heute geschafft. Schön, dass du dabei warst. Das hat mich gefreut. Vielleicht sehen wir uns demnächst wieder. Und tschüss.